Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute das Thema Fließkommazahlen. Also eigentlich eher das Thema, wie stelle ich Fließkommazahlen im Rechner dar? Nun, man könnte ja als erstes mal sagen, ja, ich reserviere mir einfach einen Teil der Bits für die Nachkommastellen. Na, also hier in dem Beispiel habe ich jetzt mal gemacht für 8 Bits. Das wäre ja wäre ein Byte. Sage ich einfach, ja, ich habe 4 Bit für die Stellen vor dem Komma und 4 Bit für die Stellen nach dem Komma. Na, also wenn ich jetzt 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 zur Basis 2 habe, dann wäre das also einmal die 2, das ist das hier, plus einmal die 2 hoch minus 2. Das sind dann die 2,25. Ne? Also hier hinten wäre dann 2 hoch minus 1, 2 hoch minus 2, 2 hoch minus 3, 2 hoch minus 4. Wenn wir das mal ausrechnen, dann wären das hier die 0,5, die 0,25, die 0,25. 125 und die 0,0625. Ja. So, also hier diese Stelle, ja, wären ja hier genau diese 0,25. Gut, Vorteil, die Rechenregeln wären bekannt. Ne. Ich kann negative Zahlen auch mit dem Zweierkomplement abbilden. Ne. Addieren, Subtrahieren funktioniert hervorragend. Das Komma ist immer an der gleichen Stelle. Das heißt, im Stellenwertsystem stehen die Stellen direkt übereinander. Könnte ich also meine Standardrechenwerke benutzen. Hat aber den Nachteil, dass die Zahlen dann relativ groß würden. Ja, deshalb gibt es noch die Fließkomma- bzw. Gleitkomma-Darstellung der reellen Zahlen. So, und die leiten wir jetzt mal so her. Also im Prinzip kann ich ja jede Zahl in der Exponentendarstellung schreiben, ne? Also hier 137 wäre ja in der Exponentenschreibweise 1,37 mal 10 hoch 2, ja, oder eben 1,37 E2, also der Exponent hier ist die 2. Ja, das kann ich verallgemeinern. Im Prinzip steht hier immer eine Mantisse. Und die wird multipliziert, so wie wir das kennen, mit der Basis hoch E. Und das Komma steht ja immer hier. Also in dieser Exponentenschreibweise wird das Komma immer hinter der ersten Zahl gesetzt. Ja, das heißt, das Komma steht hier und dadurch, dass ich dann hier diese ganzen Zahlen in der Mantisse schreibe, kann ich hier hinten einfach die Basis hoch meinen Exponenten schreiben. Ne? Die Basis hier in dem Fall wäre die 10, ganz normales Zehnersystem, funktioniert aber auch mit dem Dualsystem. Ja? Übertragen wir das mal auf das Binärsystem, also wieder unsere allgemeine Darstellung. Hier hinten würde dann statt B, also statt der 10, würde für das B hier die 2 stehen. Ja, daraus ergibt sich hier vorne die erste Zahl vor dem Komma. Ja, ist irgendeine Zahl und dann kommen die Zahlen. Das, wenn man jetzt überträgt aus der normalen Exponentendarstellung aus dem Dezimalsystem, dass hier vorne immer die erste Zahl stehen muss, ja, dann ist es im Dualsystem natürlich immer eine 1. Das heißt im Prinzip, ich brauche mir nur noch diese Stellen hier merken und den Exponenten, dann habe ich eigentlich die komplette Zahl. Ja, also ich kann jede Gleitkommazahl im Dezimalsystem in diese Form bringen, ja, also ins Binärsystem umwandeln und entsprechend dann hier die Stellen aufschreiben. Wichtig, ja, durch dieses Verschieben kann ich das Komma wirklich dahin stellen, dass es quasi hinter der ersten 1 ist. Und wenn es immer hinter der ersten 1 ist, brauche ich mir die 1 nicht mehr merken. Das ist dann die normierte Schreibweise. So, und jetzt gibt es eine Norm, die IEEE 754, und da steht drin, wo wir jetzt die einzelnen Bits in dieser Zahlendarstellung hintun. Also übertragen wir mal die 4,375 ist nämlich eine 4 plus ein Viertel plus ein Achtel. Wenn wir das jetzt mal normieren, dann kommt hier raus 1 plus ein Sechzehntel plus ein Zweiunddreißigstel mal 2 hoch 2, ne? Also mal 4. Ja, also das ist immer ein Viertel davon, das ist ein Viertel davon, das ist ein Viertel davon. So, die Zahl wäre also komplett im Binärsystem plus, also Vorzeichen wäre positiv. Hier steht die 1, wo wir gesagt haben, die wollen wir ja immer da vorne haben und das Komma dahinter direkt. Dann kommt ein Sechzehntel, ein Zweiunddreißigstel und wieder eine ganze Reihe von Nullen.
Und hier oben der Exponent ist die 2. So, das Ganze wird jetzt so kodiert. Vorzeichen kommt hier rein, in das erste Bit. Dann gibt es hier für den Exponenten eine Reihe von Bits, die reserviert sind. Und in unserem Fall ist es hier die 2. Also wäre das hier eigentlich eine positive 2. Und damit man jetzt positive und negative Werte hier reinkodieren kann, hat man einen sogenannten Offset, also einen BIAS-Wert, der ist hier festgelegt auf 127, also genau die Hälfte von diesen 7-Bit, die wir da darstellen können. Und dann ist die 2, nämlich die 1000001. Ne? Das ist genau die 2 plus die 127 dargestellt im Binärsystem. Ja, und dann kann ich einfach den Teil hinterm Komma, ne, weil das vor dem Komma, dass da die 1 steht, weiß ich ja, kann ich dann einfach hier in die restlichen Bits, die in der Norm festgelegt sind, einfüllen. Also ich fange an, 0, 0, 0, das sind hier die drei Nullen, dann folgen zwei Einsen, das sind die, der Rest ist ja wieder 0. Ne? Das heißt, hinten gibt es keine Komma-Werte mehr. So, und wie die jetzt von der Größe her sind, das hängt davon ab, wie groß der Bereich ist, den ich für die Zahl reservieren will. Da gibt es Typen, die sind benannt in der Norm. Single hat die Breite von 32 Bit. Der Exponent, ja, also der erste Klotz, hat 8 Bit. Die Mantisse selber 32 Bit, ja, 23 Bit. Das heißt also, dieser Teil sind 23 Bit. Und der Wert des Exponenten kann jetzt gehen von minus 126 bis 127, ne, passt genau hier rein. Und dafür brauche ich dann einen BIAS-Wert, also damit man quasi genau in die Mitte kommt von 127. Gut, beim Double, Sie sehen es, ne, wenn das der einfache ist und das der doppelte, der ist genau 64 Bit breit, da hat der Exponent dann 11 Bit. Für die Mantisse sind 52 Bit reserviert, ja, plus das Vorzeichen Bit. Und für den Exponent ergibt sich dann der Wertebereich von minus 1022 bis 1023. Und dann brauchen wir natürlich den BIAS-Wert von 1023, um das wieder in die Mitte zu bekommen. Gut, dann gibt's noch so, sage ich mal, etwas exotischere Typen, also Single Extended mit irgendwas über größer 42 Bit. Ja, das heißt, das kleinste für den Single Extended wären jetzt 73 Bit. Und dann gibt's noch einen Double Extended, der hat irgendwas von jenseits der 78 Bit, und dann sind dann immer festgelegt, wie viel Bit da Exponent und Mantisse haben. Ja. Und Sie sehen auch hier, der BIAS-Wert, das ist jetzt nicht irgendwie festgelegt einfach so, sondern der ergibt sich im Prinzip immer daraus, wie viel wie groß der Wertebereich für den Exponenten ist, und das ergibt sich direkt daraus, dass man festlegt, wie groß der Exponent sein kann, also wie viel Bit für den Exponenten reserviert werden. Ne? Und dann mit dem BIAS legt man dann im Prinzip die positiven und die negativen Vorzeichen genau in die Mitte, sodass die 0 in der Mitte vom Wertebereich liegt, ne, wenn man ihn jetzt binär betrachtet. Gut, Vorteil an der ganzen Geschichte, ne, ich habe ein sehr großes Intervall, ne, ich kann also mit sehr großen Exponenten arbeiten. Ich habe eine sehr hohe Genauigkeit bei kleinen Zahlen, eine geringe Genauigkeit bei großen Zahlen. Das heißt, der relative Fehler ist gering. Ja? Aber natürlich können Rundungsfehler auftreten. Wenn ich jetzt eine sehr kleine Zahl plus eine sehr große Zahl nehme, dann die Rundungsfehler auftreten und dann die sehr große Zahl wieder abziehe, ne? Dann könnten durch die Rundungsfehler die eigentliche Information verloren gegangen sein. Deshalb ganz wichtig, nicht für kaufmännische Anwendungen geeignet. Also nicht in kaufmännischen Anwendungen, wenn Sie mit Euro oder mit sowas oder mit Liefermengen oder sowas rechnen, auf keinen Fall die einfachen Fließkommazahlen benutzen. Dann gibt es noch einen Haufen Nachteile. Ne? Die Rechnungen mit Fließkommazahlen sind sehr aufwendig. Ja, vor der Operation müssen die Zahlen gegebenenfalls denormalisiert werden. Ne? Also das Normalisieren war ja im Prinzip dieses Verschieben des Kommas, dass genau eine Vorkommastelle übrig bleibt. Das nennt man Normalisieren. Naja gut, und ich muss die Zahl aber denormalisieren, das heißt, ich muss die, wenn ich zwei Zahlen zum Beispiel addieren will, so weit nach links und rechts erweitern, bis das Komma übereinander steht. Ne? Sonst funktioniert ja das Rechnen nicht mehr. Und nach der Operation muss ich das Ergebnis natürlich entsprechend wieder normalisieren. Ne? Das heißt, ich muss dann suchen, wo ist mein erstes Bit, ne? Wo ist das
wo ist quasi der erste Wert in der Mantisse, dahinter kommt das Komma, ja, und dann entsprechend den Exponenten neu setzen. Ja. Darüber hinaus, ja, also es gibt jetzt nicht nur einfach diese Fließkommazahlen, darüber hinaus gibt es noch sogenannte subnormale Zahlen, ja, die dienen der Darstellung von sehr kleinen Zahlen, also dass die so klein sind, dass man sie nicht in normalisierter Form darstellen kann, und die werden speziell kodiert, also dass die werden jetzt nicht irgendwie einfach der Interpretation der Programmiersprache überlassen, ob das jetzt eine subnormale Zahl ist oder eine Fließkommazahl, sondern das wird einfach über den Typ auch komplett unterschieden. Was es auch noch gibt, sind besondere Zahlendarstellungen für zum Beispiel den Bereich außerhalb des erlaubten Bereichs. Also wenn jetzt in unserem Beispiel mit der Addition haben wir das ja schon gesehen, wenn es also einen Überlauf gibt, also wenn die Zahl quasi in dem Darstellungsbereich, den wir haben, also in der Wortbreite quasi unendlich ist, also größer als die Wortbreite oder die mathematische Zahl, die wir darstellen können. Und dann kommt ja im Prinzip ein Ergebnis raus, was für diese Rechenmaschine ein unendlich darstellt. Ja? Und damit kann man weiterrechnen. Ne? Also man kann jetzt sagen, okay, ich weiß, dass ich außerhalb des Bereichs bin, und dann rechne ich damit weiter und sage, okay, das ist im Prinzip ansteckend. Also 1 plus Infinitiv ist 1. Wenn ich jetzt 1 durch unendlich teile, dann ist es einfach festgelegt, dann wird es 0. Ja? Auch das wird wieder speziell kodiert, das heißt, im Typ festgelegt, diese Zahl ist jetzt quasi, in Anführungsstrichen, schon einmal übergelaufen, also ein quasi unendlich. Gut, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass irgendetwas gar nicht definiert ist in der Mathematik, dann nennen wir das not a number, also es ist keine Zahl. Ja, also Wurzeln aus negativen Zahlen oder wenn ich 0 mal unendlich genommen habe, ne, das Infinite, was wir eben kennengelernt haben, oder 0 durch 0, was nicht definiert ist, oder unendlich durch unendlich oder unendlich minus unendlich. Alles das sind ja Dinge. Ja, das eine unendlich, ist das jetzt mehr als das andere? Also weiß man nicht, ob da wirklich 0 rauskommt. Das ist alles nicht definiert. Und damit kann man natürlich auch erstmal weiterrechnen. Ich kann also sagen, also alles, was ich damit anfasse, ne, hier steht jetzt ansteckend, wird dann auch eine Nicht-Nummer. Also x plus not a number ist not a number, x mal not a number ist not a number und so weiter. Ja, x durch not a number ist not a number. Das können Sie beliebig fortschreiben. Auch das wird wieder speziell kodiert, ja, so dass man das also dem Datum quasi ansieht, und dann kann man damit weiterrechnen. Wie gesagt, das Ergebnis wird dann dadurch nicht unbedingt schöner, aber das Programm muss ja nicht unbedingt abbrechen. Das ist ja auch zum Beispiel eine ganz interessante Information, wenn ich sage, ja, mit dem Algorithmus, so wie ich ihn implementiert habe, komme ich irgendwann mal an eine Stelle, wo meine Rechenmaschine nicht mehr damit arbeiten kann. Also wo es zum Beispiel einmal überläuft, ja, und dann wird das Ergebnis halt einfach infinite oder not a number. Und dann kann ich sehen, okay, also irgendwie kann meine Maschine mich verstehen, also was sie rechnen soll, aber sie kann es einfach nicht darstellen. Gut, das war jetzt eine Schnellübersicht, wie man Fließkommazahlen im Computer darstellt. Ganz wichtig ist, dass man sich merkt, dass mit den Fließkommazahlen nicht direkt gerechnet werden kann, ja, weil man muss sie erstmal so normalisieren, beziehungsweise in dem Fall dann denormalisieren, dass die Kommas übereinander stehen. Ja, das machen sie ja im Prinzip, wenn sie schriftlich addieren, auch so. Ja, wenn sie 1,5 plus 0,035 addieren sollen, dann schieben sie ja auch die Kommas übereinander und addieren dann erst die Zahlen. Genau das muss der Computer auch machen, ja, und dadurch, dann rechnet er damit und dann normalisiert er es wieder und dann kann es eben sein, dass hinten ein paar Bits abgeschnitten werden müssen, ja, damit das Ganze in die reservierte Anzahl von Bits passt, ja, und dadurch entstehen eben Ungenauigkeiten, ja, und diese Ungenauigkeiten, die müssen sie berücksichtigen, so dass sie dann zum Beispiel im kaufmännischen Bereich nicht mit derartigen Zahlendarstellungen, also mit Fließkommazahlen arbeiten.